Thank you.
Dreiger Racing auf der dritten Stelle. Welsing und Jakubczyk mit 2x G6er 750 und die schnellste Teamrunde 1:51.347. Herzlichen Glückwunsch. Und Platz 2 geht an das Team Missing Camper Hanwig und Giebel mit 2x CBR 600 und die schnellste Teamrunde 1:52.454 und 54 Runden. Herzlichen Glückwunsch. Und das Siegerteam M&M Racing, Meyer, Weil und Fimmer. Zweimal Yamaha 6 und einmal G6er 57, stimmt es? Mit 54 fahrende Runden und die schnellste Teamrunde 1:52.607. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Es war eine lange Zeit, wart ihr ganz knapp vor oder hinter Lutz Jakubczyk nach dem Team. Woran hat es gelegen? Wer hat denn die Kohlen aus dem Feuer geholt? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe am Anfang beobachtet, dass der Michi vorne weggefahren ist. Genau, und am Anfang hat die Führung. Genau, dann haben wir einmal einen Tausch drin gehabt und dann hat er ihn aber wiedergeholt und dann waren wir immer ganz, ganz dicht beieinander. Ja, dann beim Wechsel waren wir auf einmal weg, weil wir ein bisschen länger gefahren sind. Und Billy ist dann gefahren und als ich rausgefahren bin, wusste ich gar nicht, wo ich jetzt stand. Keine Ahnung. Hanwig und Giebel waren dann eine Zeit lang vorne. Ich weiß es aber nicht, wenn wir das nicht abgebrochen hätten, wie es dann ausgegangen wäre. Weiß ich es nicht, weil die sind ja nur zu zweit gefahren, hätten wir einen Wechsel weniger. Das weiß ich es nicht. Nee, ich glaube, die hatten den dritten Wechsel schon. Und Jan hat in der letzten Runde das ausschlaggebende Überholmanöver tätigt. Okay. Also dann ich habe Glück gehabt, dass ich so lange gezögert habe im Abbruch. Also eine Runde früher wäre schlecht gewesen. Also als angezeigt wurde, zwei Runden noch zu fahren, ja. Das hatte ja schon angefangen zu tröpfeln. Ja. Als ich zur letzten Runde auf die Start-Ziel gekommen bin, habe ich ihn direkt vor mir gesehen und da habe ich gedacht, okay, den Namen kennst du doch, da musst du jetzt vielleicht doch noch dran vorbei. Und es hat ja auch geklappt. Super, klasse. Gut, war alles super. Danke. So, und jetzt zum Podium. Das Team Sprenger Racing, zweimal Budenz mit einer R6 und einer G6er 1000, 55 Runden fahren und 1:48.917 die schnellste Teamrunde. Herzlichen Glückwunsch. Das Podium ist alles in der gleichen Runde gewesen. Der zweite Platz, ebenfalls 55 Runden, ist das Team H&K Racing, dann am Keppelhof mit ZX10 und G6er 1000 und die schnellste Teamrunde 1:48.481 und es hat die schnellste Rennrunde gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Und die Sieger, das Team Lomité Racing, Benzin und Denker mit einer G6er 1000 und einer ZX10, 55 Runden und die schnellste Runde 1:49.815. Herzlichen Glückwunsch. Zum Sieg. Wie war das bei euch durch den Abbruch? Habt ihr profitiert oder erst verloren dadurch? Wir haben auf jeden Fall profitiert, weil wenn ich noch hätte weiterfahren müssen, dann wäre ich hier vorne irgendwo stehen geblieben, weil mein Tank leer ist. Ich habe gerade wechseln wollen und dann habe ich das Schild gesehen, zwei Runden. Und dann hatte ich aber vorher zwei Runden vorher gesehen, dass ich auf Reserve bin, wusste aber noch nicht, wie lange. Und dann hatte ich das Schild eben gesehen, zwei Runden und dann fing sie an zu ruckeln, wo ich rausbeschleunigt hatte. Und dann habe ich eben möglichst schnell immer hochgeschaltet, in den sechsten hoch und dann ein bisschen gewartet, dass ihr das hoffentlich seht softer. Und dann eben nicht in die Box fahrt, wenn es gerade. Haben wir gut gesehen. Also das war gut zu sehen. Und ja, das hat uns natürlich geholfen jetzt. Sonst also ich hatte dann nur noch Angst, dass wenn er nochmal reinkommen wäre, wäre ich ja derjenige gewesen, der dann gegebenenfalls im Nassen oder zumindest im Halbnassen hätte fahren müssen. Ja, und ja. Da ich so ein Schisser bin, wäre das dann wahrscheinlich in die Hose gegangen. Insofern war das schon cool. Ich habe lange gezögert, aber. Ich glaube, es hat gerade noch funktioniert. Ja, das war genau von der Sache her war es total cool. Super, ja. Dankeschön. Nochmal Glückwunsch.